Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Tagen haben wir viele Nachrichten aus New York bekommen. Es ging um die Nachhaltigkeitsziele, die die Weltgemeinschaft sich auf die Fahnen geschrieben hat. Und Nachhaltigkeit ist letztendlich auch, wenn wir über Abfallpolitik reden, das entscheidende Thema. Soziales, ökonomisches und ökologisches Gemeinsamdenken. Darum geht es, und zwar gleichberechtigt gemeinsam denken. Und wir haben als Grüne Fraktion derzeit eine Ausstellung vor unseren Fraktionsräumen vom Eine Weltnetz NRW. Und da kann man auch einen Einblick gewinnen, wie die Weltgemeinschaft mit dieser Thematik umgeht. Buen vivir, das ist das Schlagwort gutes Leben, was beispielsweise in der ecuadorianischen und bolivianischen neuen Verfassung sich findet. Da geht es darum, die Grundversorgung aller in Harmonie mit der Natur zu einem zentralen Ziel zu entwickeln. Angestrebt wird ein Kreislauf von Produktion und Reproduktion. Und dieser Kreislaufgedanke, das ist das Gebot der Stunde, wenn wir über Abfälle reden. Denn es geht um Ressourcen. Abfälle sind nicht länger einfach zu verbrennende, wegzuschmeißende Dinge, sondern Abfälle sind die Rohstoffe der Zukunft. Und darum geht es, und darüber müssen wir in der Abfallpolitik viel stärker als in der Vergangenheit reden. Wenn man sich alleine vorstellt, dass bei dem täglichen Griff auf dem Bahnhof zu den Pappbechern, wenn man mal eben einen Kaffee mitnehmen will, für diesen einen Becher ein halber Liter Trinkwasser verbraucht wird, dann wird die Dimension unseres ökonomischen Handelns mit den großen ökologischen Wirkungen dann auch konkret. Wenn man sich überlegt, dass 50% der Lebensmittel, die wir anbauen, gar nicht erst bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern landen, sondern angebaut werden und dann schlicht und einfach untergepflügt, verbrannt oder vernichtet werden, dann wird die Dimension klar, was Buen Vivir, gutes Leben, eigentlich meint, wenn wir in Kreisläufen denken. Und wenn das der Maßstab unserer Abfallpolitik ist, dann haben wir die eigentlich große Aufgabe hier in Nordrhein-Westfalen bei der Novelle des Landesabfallgesetzes noch vor uns. Denn schon jetzt sagt das Kreislaufgesetz des Bundes, also unser nationales Abfallrecht, dass wir die stoffliche Nutzung unserer Abfälle in den Vordergrund stellen müssen. Und das ist eine Abkehr von der rein thermischen Verwertung. Die stoffliche Nutzung, der Lebenszyklus von unseren Abfällen, von unseren Produkten, von unseren Bedarfsgegenständen muss sich deutlich verlängern. Und das ist auch ein Thema, was man natürlich auch bei der Bewertung, lieber Kollege Deppe, des Abfallwirtschaftsplans natürlich dann auch mit in die Bewertung einbeziehen muss, Der Abfallwirtschaftsplan muss eben nachhaltig sein. Und dann muss er ökonomisch, dann muss er sozial und dann muss er ökologisch sein. Ich finde den Punkt, den Kollege Meesters eben angesprochen hat und der auch in den Anhörungen eine große Rolle gespielt hat, sehr wichtig, nämlich die Frage des Prinzips der Nähe. Wie setzen wir eigentlich diese rechtliche, europarechtliche Vorgabe um? Wie schaffen wir es, dass die Abfälle einer Region tatsächlich auch in einer Region verwertet, entsorgt oder weitergenutzt werden? Das ist die Herausforderung. Und darum ist ja auch der Ansatz mit den Entsorgungsregionen grundsätzlich richtig. Das hat ja in den Anhörungen, haben das viele verschiedene Vertreter auch genau so bestätigt. Die Frage ist, wie stricken wir die Entsorgungsregionen und wie machen wir das möglichst gerecht, sodass eben beim Gebührenzahler auch eine landesweite Gerechtigkeit dabei entsteht. Das ist ja im Grunde genommen die große Herausforderung. Und meine Damen und Herren von der CDU, ich habe den Eindruck, dass in der abfallpolitischen Diskussion bei Ihnen zu sehr die Kreise im Vordergrund stehen, die nie eine Entsorgungsanlage gebaut haben. Es sind die Kreise Heinsberg, auch der Rheinkreis Neuss im Übrigen, die für sich in Anspruch nehmen, die Abfälle, die in diesen Kreisen entstehen, rein marktwirtschaftlich am günstigsten in anderen Regionen zu entsorgen, wo solche Anlagen gebaut worden sind. Und das führt dann natürlich in der Tat zu einer Schieflage. Dann ist es in der Tat in Heinsberg günstig, den Abfall zu entsorgen, weil man nie eine Entsorgungsanlage finanzieren musste. Die Leute, bei denen man dann allerdings verbrennt, zahlen für die Verbrennung ihres eigenen Anteils, das kommt dann noch Abfalls, das kommt dann noch erschwerend hinzu, einen höheren Preis. Und deswegen, meine Damen und Herren, für mich ist bei und für unsere Fraktion bei der Bewertung
des Abfallwirtschaftsplans nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten auch die Frage der Gebührengerechtigkeit, der soziale Aspekt richtig. Und darum habe ich immer gesagt, ich komme, Herr Präsident, auch an meinem Geburtstag hoffentlich noch halbwegs rechtzeitig zum Ende, darum ist für mich die Frage der Gebührengerechtigkeit aufs Land bezogen wichtig. In Bielefeld und Aachen, im Bergischen Land und an der holländischen Grenze müssen sozial vergleichbare, faire Abfallgebühren vorherrschen. Und das muss der Maßstab bei der Bewertung sein. Herr Deppe, Ihr Antrag kommt in der Tat etwas zu früh. Wir hatten vor einigen Wochen erst noch eine Anhörung, die ist noch nicht ausgewertet. Am Ende der Anhörung werden wir dann bei der Auswertung sehen, wie die Regionen tatsächlich gestrickt sind. Ich habe den Eindruck, der Abfallwirtschaftsplan ist eine gute Diskussionsgrundlage, auf der es sich lohnt, weiter zu diskutieren. Die grundsätzliche Frage einer modernen Kreislaufwirtschaft werden wir dann demnächst bei der Diskussion über das neue Landesabfallgesetz besprechen können. In diesem Sinne, buen vivir.